Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es gerade auch schon im Intro gesehen habt, geht es heute um TikTok. Und nein, das hier wird mal wieder ein anderes Video. Nicht so, wie ihr die anderen Folgen von Janis und das Internet schon kennengelernt habt. Warum habe ich Kopfhörer auf? Sagt mir das mal bitte jemand. Dieses Mal habe ich ein Drehbuch, wartet, ihr seht es schon, was unheimlich lang ist. Und das ist erst die erste Seite. Ich habe so viele Quellen und so viele Zeitungen und so. Also dieses Mal kommt nicht so, hey, guck mal, ich war hier auf der App und habe gesehen, wow, da ist irgendwie Glücksspiel oder so. Nein, dieses Mal wird es wirklich richtig krass. Ich habe unheimlich viele Quellen, die das belegen und so weiter und so fort. Moment, was macht Bild da? Hallo, stopp. Nein, keine Quelle kommt von der Bild. Falls euch solche Videos gefallen oder so, würde es mich extremst freuen, wenn ihr liken und abonnieren würdet und das Video teilen würdet, keine Ahnung. Für eins der nächsten Folgen, Janis und das Internet, wäre es auch cool, falls ihr mir weitere Sachen reinschreiben würdet in die Kommentare, worüber ich mal recherchieren soll und was ihr über die ganze App TikTok denkt, ob ihr sie nutzt oder nicht. Wild. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich zu Recht, warum mache genau ich so ein Video? Ich bin TikToker auf der Plattform und habe darauf eine definitiv größere Reichweite als hier und nutze die Plattform ja selber. Deswegen bleibt am besten bis zum Ende dran, da erkläre ich nochmal, was meine genaue Intention mit diesem Video ist. Und ja, Freunde, ich weiß, Jonas hat genau dasselbe Video vor 7 Tagen hochgeladen, aber ich glaube, ihr könnt euch denken, dass dieses Video nicht in 7 Tagen von Jonas kopiert wurde, sondern das schon seit Monaten läuft, die Idee, und ich das schon seit 3 Wochen schneide und so. Deswegen schaut einfach mal rein, ihr werdet sehen, dass es hier um andere Themen geht als in dem Video. Guckt euch auf jeden Fall dieses Video an, es wird krass, was ich für krasse Sachen über diese Plattform gefunden habe. Denn es ist echt erschreckend, was für Infos ich über die meistgenutzte Social Media Plattform momentan gefunden habe. Wir fangen an. Ich schätze mal, das ganze Thema mit der Aufmerksamkeitsstörung und so sollte euch schon ein bisschen bekannt sein, denn es ist klar, dass bei solchen kurzen Videos, wo immer etwas passiert ist und wenn man die immer alle unendlich vorgeschlagen bekommt, dass dann die Aufmerksamkeitsspanne daran leidet. Das Magazin All News Press schreibt darüber: Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich TikTok negativ auf die Aufmerksamkeitsspanne auswirkt. Im Test wurde dies ebenfalls widerlegt. Es kam in den Forschungsergebnissen auch heraus, dass TikTok bei etwa 5,9% seiner Nutzer erhebliche Probleme verursachen kann. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, bei 1 Milliarde Nutzer, die TikTok monatlich hat, sind das 169 Millionen Menschen im Monat. 6-9, was ein Zufall. Und nein, 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 das heißt nicht, dass bei diesen Personen nur die Aufmerksamkeitsspanne leidet. Laut dem Magazin All News Press kann es im schlimmsten Fall zu ADHS führen oder laut dem Magazin Welt zu Tourette oder Tourette-ähnlichen Ticks. Die Anzeichen darauf sind bekannt und es gibt viele Zusammenhänge, jedoch wurde das alles noch nicht komplett medizinisch bewiesen, wollte ich hier nur mal eben sagen. TikTok offiziell hat sogar ein Statement dazu abgegeben und sie haben dazu sich eigentlich nur so geäußert: Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Community ist unsere Priorität. Wir sind daher im Kontakt mit Experten, um diese spezifischen Phänomene besser zu verstehen. Ich meine, es ist ja gut und so, aber da müsste man ja dann fast die ganze Plattform neu machen oder löschen. Ja, also das ist ein bisschen knifflig. Auch das Magazin Gedankenwelt schreibt das: Darüber hinaus wurde bei vielen Jugendlichen bereits ein Suchtverhalten in Bezug auf TikTok beobachtet. Sie sind regelrecht besessen davon. Klar, das ist bei anderen Social Media Netzwerken genauso, aber ich wollte es hier nur nochmal erwähnt haben. Wie gesagt, es ist echt schon schlimm, allein so ein Suchtverhalten. Aber im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, ist es so wie das Normalste der Welt, hat sich das gerade angehört. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Ich schätze mal, von den 1 Milliarde monatlichen Nutzer seid ihr wahrscheinlich auch welche davon. Und jeder, der TikTok benutzt, kennt es wahrscheinlich, man vergisst komplett die Zeit, wenn man TikTok benutzt. Ich finde, das Magazin Gedankenwelt hat das auch, das ganze Thema, sehr, sehr gut beschrieben. Und zwar schreiben sie: Es ist ein Fenster in eine Welt, in der es nur schwer verständlich ist, was gerade passiert. Denn alles bewegt sich unglaublich schnell. Aber dennoch ist TikTok sehr faszinierend. Du wirst beinahe unverzüglich in ihren Bann gezogen. Die Videos werden automatisch abgespielt, ohne dass du sie anklicken musst. TikTok gibt dir keine Zeit, etwas anderes zu tun. Das Design ist natürlich strategisch, dass du ein Video nach dem anderen ansiehst. Und das ist auch das, was TikTok so besonders und gleichzeitig so schlimm im Gegensatz zu anderen Social Media Plattformen macht. Laut der Statistiken-Website Oberlo ist der Durchschnitt an verbrachten Minuten von allen TikTok-Usern 52 Minuten pro Tag. Das ist, würde ich sagen, schon ordentlich. Bei YouTube habe ich nicht viel gefunden, aber bei Instagram zum Vergleich sind es zum Beispiel nur 30 Minuten, laut der Seite Agentur-Gerhard. Ihr merkt also schon, das Ganze mit dem Zeitvergehen und wie schnell die Zeit vergeht, wenn man TikTok guckt, hat schon alles seine Gründe und seine strategischen Vorteile. Man vergisst halt einfach für einen kurzen Moment all seine Probleme und taucht in eine Welt ein, in der man alles vergessen kann und nur dort unterhalten wird. Wie ich das gerade auch schon im Intro euch näher bringen wollte und euch zeigen wollte, filmisch. Aber, falls
falls das noch nicht alles genug wäre, ich habe noch ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich mich selber mal vor TikTok gesetzt und mal gucken, wie gut ich die Zeit denn einschätzen kann. Viel Spaß damit. So, wir haben es jetzt gerade genau 16.30 Uhr, wie ihr sehen könnt hoffentlich. Und ich werde jetzt ein bisschen TikTok gucken. Wie lange, weiß ich tatsächlich nicht. Werde jetzt gleich TikTok gucken und am Ende, irgendwann halt gleich, wenn ich aufhören werde, werde ich einschätzen, wie lange ich denn jetzt gerade geguckt habe. Und da kann ich dann euch mal beweisen, wie man die Zeit verliert, während man TikTok guckt. Ich habe, glaube, definitiv schlimmere Sachen schon mal gemacht. Ein Cheeseburger ohne Käse. Aber ja. Für die Wissenschaft, meinetwegen. Ich würde sagen, ich gucke da mal ein bisschen TikTok und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin gespannt, ob ich daneben liege oder ob ich genau schätzen kann, wie lange ich jetzt geguckt habe. Ich habe jetzt so ein Zettel drüber gespannt, ist jetzt ein bisschen provisorisch, aber ich sehe die Zeit auf jeden Fall nicht und das ist ja das Wichtigste. Wir fangen an. Passt jetzt Real Talk perfekt, denn ich habe gerade gesehen, die Aufnahme ist abgebrochen und ich habe immer noch nicht drauf geguckt. Ich kann jetzt ja gar nicht sehen bei der Aufnahme, wie lange es schon aufnimmt. Deswegen kann ich jetzt so in die Kamera gucken und sagen, wie lange ich jetzt denke, wie lange ich TikTok gucke. Und ich würde sagen, das waren so lockere 10 Minuten vielleicht. Es waren 15 Minuten, also 5 Minuten Verspätung. Das ist jetzt natürlich in einem kleinen Raum sehr, sehr grob und so. Aber ich glaube, würde ich jetzt für eine Stunde lang TikTok gucken, würde ich glaube eher denken, dass ich eine halbe Stunde TikTok gucke. Das liegt vor allem daran, dass das alles nur so kleine Videos sind und die in 10 Sekunden oder so vorbei sind. Deswegen kann man nicht genau abschätzen, wie lange man gerade guckt. Bei YouTube guckt man halt in einer halben Stunde 2-3 Videos, weil die alle 10 Minuten oder so gehen und dann weiß man das ungefähr. Und bei TikTok ist es halt so anders, dass man das nicht richtig abschätzen kann und man deswegen sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Und jetzt muss ich hier mal aufräumen. Ihr habt also gesehen, das Ganze steht nicht nur in irgendwelchen Zeitungseinträgen und so weiter und so fort. Das Ganze stimmt wirklich und ist wirklich so, auch bei kleinen Zeiten schon. Jetzt kommen wir aber noch zu etwas, was leider sehr schade ist auf TikTok, so wie alles hier gerade in diesem Video. Die Community ist sehr, sehr gemein und sehr oberflächlich, da man halt durch diese kurzen Videos keinen vernünftigen Bezug zum Creator hat. Das heißt halt in den schlimmsten Fällen, dass Leute ohne Gnade gemobbt werden. Dazu habe ich auch ein sehr, sehr spannendes Experiment gefunden. Und zwar wurden in Boston mental gesunde Erwachsene, die in einer Internetumfrage die Nutzung von Snapchat, Facebook oder TikTok angegeben hatten, zeigten bei einer späteren Befragung häufiger Zeichen von Depressionen. Das Ganze hat die Yama Network Open getestet. Und gefunden habe ich das auf ärzteblatt.de. Also sogar die Ärzte schreiben darüber. Ja, aber warum wohl denn vor allem bei TikTok? Nun ja, weil es dort massenweise Content zu Depressionen, selbstverletztes Verhalten und Suizid gibt. Und das stimmt auch, denn bei so vielen Millionen Videos, die pro Stunde hochgeladen werden, kann halt nicht jeder TikTok-Mitarbeiter drüber gucken. Und so kommen dann diese Videos ins Netz. TikTok hat natürlich auch Richtlinien, das wollte ich Ihnen nur nochmal klarstellen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die, nun ja, ich ein bisschen herausgefunden habe. Ihr wisst ja alle, auf keiner Plattform, die es momentan gibt, kann man so schnell viral gehen wie auf TikTok. Dank dem Algorithmus kann man von 0 auf 100 sich eine Million Reichweite aufbauen. Und da die Videos halt nur so kurz sind und man gar keinen richtigen Bezug zum Creator hat, kann diese Reichweite von den Creatoren auch komplett falsch genutzt werden. Ich kann euch jetzt 1000 Beispiele zeigen und ich schätze mal, ihr kennt doch selber Beispiele, aber bei ihm hier habe ich tatsächlich das beste Beispiel, glaube ich, gefunden. Und was klingelt jetzt gleich? Darf ich vorstellen, das ist René Schmock. Er hat eine sehr, sehr große Reichweite auf TikTok und macht, wie ihr gleich sehen könnt, eher Videos für eine jüngere Zielgruppe. Ich blende euch mal hier ein Video ein, dann seht ihr, was ich meine. Mit Chicken Wings einmal vom KFC und die neuen Crispy Chicken Wings vom McDonald's geholt und ich werde jetzt beide vergleichen und beide testen, welche besser sind. Und jetzt erstmal die klassischen KFC Hot Wings. Die Panade ist immer so geil. Ich sag euch, es gab für mich noch nie eine bessere Panade als die vom KFC. Ja, und so sind fast all seine Videos, die ich so bei ihm gesehen habe. Dann nutzte er irgendwann seine Reichweite, um auf Twitch größer zu werden und hat sich dort auch eine große Community aufgebaut, muss ich sagen. Ja, und dann
bewirbt er auf einmal auf Twitch Online Casino. Ihr müsst euch also vorstellen, er hat schon seine junge Zielgruppe auf Twitch rübergeholt und auf einmal bewirbt er für seine junge Zielgruppe Online Casino. Ey, wirklich, das ist so insane, ich kann das nicht mehr. Und dass das nicht das Krasseste wäre, dafür habe ich jetzt leider keine Belege, aber zu Zeiten, als er dieses Placement hatte, machte er auch TikTok-Livestreams, wo er einfach sich abgefilmt hat und dann stand im Livestream, hey, kommt auf Twitch, da streame ich jetzt gerade. Also auch Leute, die ihm nicht auf Twitch gefolgt sind, sehen seinen Livestream auf TikTok und kommen dann auch noch auf Twitch. Es ist echt furchtbar schade. Kommen wir zu meinem Fazit und den Intentionen hinter diesem Video. In diesem Video wollte ich nur die Probleme an TikTok aufweisen. Ich möchte nicht jeden haten, der auf TikTok seine Zeit verbringt oder der auf TikTok Sachen hochlädt. Ich lade ja selber Sachen auf TikTok hoch. Meine Ratschläge sind einfach fürs TikTok nutzen, dass man nur Leute supporten sollte, die man vielleicht auch schon von YouTube und Twitch kennt oder so, wo man weiß, dass die mit ihrer Reichweite nichts Schlechtes anfangen und wo man weiß, dass die guten Content machen. Und das ganz Wichtige ist, keinen gefährlichen Content oder so durch Liken oder so unterstützen, weil dann wird es noch mehr Leuten vorgeschlagen und wer weiß, vielleicht wird es den falschen Leuten vorgeschlagen. Warum werde ich denn trotzdem TikTok benutzen? Ich habe ja auch schon erwähnt, dass man auf TikTok von 0 auf 100 viral gehen kann und das möchte ich auch in gewisser Weise nutzen. Natürlich werde ich nicht der größte TikTok-Star, das weiß ich selber, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon einige Leute auf meinen Kanal gebracht habe und ich glaube, das ist eigentlich momentan der einzige Weg, wie man wirklich auf YouTube noch Reichweite kriegen kann, denn der YouTube-Algorithmus gönnt nicht mehr so wie früher, das könnt ihr mir glauben. Und man sieht ja auch an einigen Kanälen schon, dass es funktioniert. Aber natürlich benutze ich TikTok nicht nur als Promo-Plattform. Nein, ich finde es voll cool, mal in einer anderen Videolänge und in einem anderen Format rumzuspielen und einfach mal andere Sachen zu machen, als ich hier auf YouTube mache und das einer völlig anderen Community zu präsentieren zu können. Am Ende des Tages kann ich nur noch sagen, benutze TikTok mit Bedacht und ja, empfehlt am besten dieses Video euren Freunden oder so, denn das wäre mir sehr, sehr wichtig. Nichts mehr drin. Schade.